und herzlich willkommen vom EZA-Camp. Bei uns geht es sehr bunt zu, wie man sehen kann. Sehr bunt. Wir machen das Leben bunt. Wir machen das Leben bunter. Ja. Dieses Farbspektakel war der Auftakt zu unseren Gladiatoren-Spielen und was da genau so alles abgeht, schauen wir uns gleich mal an. Hier bei mir sind jetzt einige Krishona-Studenten und wir wollen mal kurz hören, was sie denn, und der Simon, und wir wollen mal kurz hören, was sie uns zu sagen haben zu diesem Spektakel. Ja, total toll, unser Leben ist bunt auf Krishona und hier auch beim Festival. Nee. Ja, das Leben ist so bunt wie all diese Farben und es hat voll Spaß gemacht. Was sagen Sie denn zu diesem lustigen Farbenspiel? Ja, es sah einen kurzen Moment wirklich wunderschön aus. So, wie man sieht, ist man beim EZA auch sehr naturverbunden und kreativ. Man weiß sich zu helfen. Welche Gruppe ist hier gerade? Viadukt bauen. Okay, Station Viadukt bauen. Noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Stopp! Tanzen. Wir müssen kreativ tanzen. Tanzen. Okay, und wieso tanzt dann eine bei euch vor? Weil die tanzt uns das vor, damit wir es nachtanzen. Okay, damit es einheitlich ist. Ja. So ein Haupttänzer, Tänzerin quasi. Im Moment versagt die Technik, aber ja. Das ist immer so. Das kriegen wir. Okay. Und woher kommt ihr? Nidda Ulfa. Nidda. Nidda. Ja, ihr seid ja eine Gruppe. Okay, ich glaube, es geht weiter. Zeigt mal, was ihr könnt. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Wir kommen aus Worms und wir überlegen gerade, zu welcher Station wir jetzt essen. Ah, das heißt, es ist gar keine Station. Ich dachte so, die lagen alle irgendwie so da. Ich dachte, vielleicht müsst ihr irgendwas nachbauen. Yoga-Kurs ist fortgeschritten. Okay, ja, dann macht doch mal was vor. Das hier ist die erste. Wie heißt die? Das ist der Sitzfußheber. So, dann schauen wir doch mal, was die Konkurrenz so macht. Die Konkurrenz macht nichts. Hier war gerade voll die Party. Was habt ihr gemacht? Party. Ihr habt gewonnen, das freut mich. Gratulation. Und woher seid ihr? Da ist noch eine vereinsamte Station. Das ist ganz schön traurig. Was müsste man denn hier machen, wenn man hier wäre? Formationen aufstellen. Ah. Oh, ich glaube, wir dürfen das gleich erleben. Was muss man hier machen? Man muss hier versuchen, mit dem Strohsack den anderen runterzuschmeißen. Ihr seid ja ein lustiger, bunter Haufen. Woher kommt ihr denn? Gießen. Ingolstadt. Okay, wir haben einen Ausländer in der Gruppe. Sehr schön. Wie erfolgreich seid ihr denn bisher? Super erfolgreich. Hier sind mehr die entspannten Chiller. Was macht ihr hier denn? Wir testen das Wissen der Teilnehmer. Was macht ihr hier genau? Strohhelme zusammenbauen und eine Wasserleitung machen. Vielleicht muss man da mal ein bisschen reinfilmen, damit man dieses Kunstwerk erkennt. Auch das kann Spaß machen, auch wenn es nicht so aussieht. Okay, was genau müsst ihr hier machen? Ich kann es mir fast vorstellen, aber ich frage trotzdem mal nach. Einen Baumstamm einfach von dieser Linie hier hinten werfen. Und von da nach da und ihr werft jetzt wieder in die Richtung? Das verstehe ich nicht. Nee, es ist nur so, dass jeder einmal drankommt. Sind diese Baumstämme denn schwer? Ist subjektiv. Also ein Mann kann wahrscheinlich ein bisschen mehr verkraften als so eine Frau. Ja. Das finde ich ist jetzt aber sehr allgemein und vorurteilend. Warum machst du das? Aus Spaß. Aus Spaß, okay. Und wie kamst du auf diese grandiose Idee? Ja, man hat Langeweile und dann ist es schon irgendwie, muss man sich die Zeit vertreiben. Glaubst du, diese Sportart hat Chancen, zu den Olympischen Spielen zugelassen zu werden? Naja, es ist ein gutes Training für den Baumstammwerfen, fürs Baumstammwerfen und daher ist es eine gute Vorbereitung dafür. Und wieso habt ihr diese komischen, lustigen, interessant aussehenden Schilder. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Motiviert und jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Aber ach genau, wir sind nämlich eigentlich zwei Jugendkreise, bestehend aus Holzheim und auf Göhl. Und wir haben uns jetzt zusammengefunden und wir sind jetzt Holzgöhl. Achtung, Platz da! Ein ganz schön gefährliches Schild, finde ich. Betrachte das ein bisschen furchteinflößend. Dem würde ich nicht nachts im Dunkeln begegnen wollen. Aber kreativ. Wer hat den gemalt? Die Spannung steigt. Schön, wie fühlt ihr euch denn? Ich fühle mich super. Finde ich bunt. Ja. Bunt. Ich mag bunt. Finde ich auch ganz toll. Ich fühle mich richtig cool. Damit verabschieden wir uns. Das war ein kleiner Ausblick aus dem ECJA-Camp in Mücke-Flensungen. Ein Dorf, in dem man einfach mal gewesen sein muss. Nächstes Jahr wieder über Himmelfahrt. Kommt alle vorbei. Viel Spaß. Okay.